Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. In diesem Video geht es um den hohen Bitcoin-Preis in Nigeria und um das CBDC, was auch uns betrifft und unser ganzes Leben mit all unseren Plänen verändern könnte, also starten wir gleich. In Nigeria ist der Bitcoin momentan wegen enormer Nachfrage auf 40.000 US-Dollar angestiegen, während er bei uns jetzt lediglich um die 22.000 US-Dollar pro Bitcoin beträgt. Bei großen Bitcoin-Hypes kommen meist nur zwei Ursachen dafür in Frage. Erstens ein Wunsch nach schnellem Geld durch Spekulation oder zweitens der Grundgedanke des Bitcoin, die Befreiung. Eine Alternative zu zentral kontrollierten und manipulierten Geld, in Nigeria ist es momentan das zweite, ausgelöst durch einen Befreiungszwang. Grob erklärt ist der Grund für die fluchtartige Bewegung von Bürgerkapital in Bitcoin, dass die Menschen in Nigeria ihre Ersparnisse nicht in die von der Regierung gegebenen Optionen stecken oder belassen wollen. Dies hat mehr als einen Auslöser. Wegen einem Engpass an Bargeld sollen Menschen sogar vor den Bankautomaten übernachtet haben, um ihr Geld abzuziehen, weil am Morgen jeweils die Bankautomaten mit neuem Bargeld aufgefüllt werden, denn die Regierung hatte zuvor neue Noten gedruckt, folglich wurde die Bevölkerung aufgefordert, alle alten Noten bei der Bank abzugeben, aber viele können jetzt wegen zu wenig Bargeldreserven gar nichts mehr in den Automaten bezahlen, da sie kein oder kaum mehr Bargeld besitzen. Und zu allem Überfluss ist ihr angestrebtes Ziel einer digitalisierten Landeswährung, nach BBC News, noch gar nicht möglich, da die Banken technisch für solche Online-Zahlungsaufgaben in dem Masse nicht genug bereit sind. Die Begründung der nigerianischen Zentralbank für die Neudrucke von Noten mit höherem Nennwert waren die üblichen, gegen schmutziges Geld, gegen Inflation, um Fälschungen einzudämmen und eine bargeldlose Gesellschaft zu fördern. Sie hoffte auch, dass so ein Teil des von Einzelpersonen und Unternehmen gehorteten Geldes zurück in das Finanzsystem kommen würde. Grundlegend hätte die nigerianische Bevölkerung nebst alternativen Währungen zwei mögliche Währungsformen zur Auswahl, insofern man dies so bezeichnen möchte: die normale Fiat-Landeswährung, also die abgewertete Naira, und eine digitale, die eNaira, welche eine CBDC ist. Besonders die normale Landeswährung Naira macht die nigerianische Regierung momentan sehr unattraktiv, da sie die damit verbundenen Konditionen verschlechtert, wie zum Beispiel der gesetzte schlechte Wechselkurs oder Limitierungen beim Geldabheben. Dies liegt daran, dass die dortige Regierung der Bevölkerung ihre neue digitale eNaira aufdrängen will. Diese will die Bevölkerung dort aber nicht und wechselt zu einer dritten Möglichkeit, dem Bitcoin, aus gutem Grund. Die neuere eNaira ist wie erwähnt eine CBDC, Englisch Central Bank Digital Currency, CBDC, Deutsch, digitale Währung der Zentralbank. Wer die Abkürzung kennt, weiß bereits, dass eine CBDC etwas sehr Gefährliches und Aktuelles darstellt, was auch uns in anderen Ländern in naher Zukunft bedrohen könnte. Es ist auch etwas, worüber die Elite schon länger diskutiert und fantasiert. eNaira ist eine digitale Währung der Zentralbank, die von der Zentralbank von Nigeria ausgegeben und reguliert wird. Eine CBDC oder Central Bank Digital Currency ist nichts anderes als eine zentralisierte, digitale Währung, wobei Bitcoin im digitalen Bereich genau das Gegenteil sein will. Eine nicht zentralistische Alternative, eine Rettung aus der kompletten Kontrolle durch den Staatsapparat, auch eine Alternative oder Ergänzung zum inflationierenden Fiat-Geld. Fiat-Geld ist das normale Geld ohne Goldstandard, welches wir alle kennen. Das Geld, welches nur durch Glauben gestützt wird und auch inflationiert. Inflationen im mehrstelligen Bereich passieren auch heute. CBDC ist hingegen die absolute Kontrolle. Das Geld könnte theoretisch sogar mit einem Ablaufdatum versehen werden oder mit einem Sozialkreditsystem verbunden werden, und die Entscheidungen werden zentral gemacht und von dort weiter diktiert. Dies sind perfekte Voraussetzungen für kommunistische und diktatorische Regierungsformen oder Abläufe, also ganz gegen demokratische oder menschenfreundliche Systeme. Die nigerianische Bevölkerung scheint dies wohl auch durch mühsame Erfahrungen erkannt zu haben und ist bereit, diesen hohen, lokal entstandenen Aufpreis auf Bitcoin in Kauf zu nehmen. Da kann man sehen, wie hoch in Nigeria der Drang und die Bereitschaft nach Lösungen ist. Wann sehen wir bei uns eine größere Bewegung in eine selbstständigere Richtung? Müssen wir zuerst Engpässe von allem Möglichen haben, oder sogar selbst erfahren, wie schlecht eine CBDC ist? Von Mitmenschen und deren Geschichten könnte man viel lernen. Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen.
Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.